Schauen wir uns mal den Sound an. Auch mit viel Verspätung, aber jetzt kommt endlich das GTR-Video. Und ich mache euch in 2 Wochen nochmal ein GTR-Video, Leute, vom Black Series. Und zwar, wenn er offen ist. Weil die ersten 1500 Kilometer sagt man ja, soll man noch nicht wirklich drücken. Und er hatte wirklich komplett 0 Kilometer drauf. Deswegen also, erstmal einfahren, bisschen was am Sound machen. Und dann gibt es das komplette Video. Ich möchte jetzt kurz das Auto zeigen, ja, ein bisschen rumfahren und auch auf ein paar Punkte drauf eingehen. Erstens mal auf die Kosten, allgemein auf das Thema Autos und dann ein bisschen so ein Vergleich, weil ich hatte ja auch den GTS damals in Rot. Ich hatte den GTC in Blau. Und ein Kollege von mir hatte den GTR in Grün. Schauen wir uns das Teil mal an, Leute, oder? Bin ich schon gefahren. Den GT damals, GTC, GTR bin ich nur von einem Kollegen gefahren. Und jetzt sind wir hier bei GT Black Series. Das Ganze schaut so aus, also ich finde von der Optik her brutal. Gibt es primär in Silber und Orange. Wir schauen uns mal natürlich direkt hier das Highlight an, und zwar der Spoiler. Das Teil hier, das verändert sich dann noch beim Fahren. Richtig geiler, runder Auspuff. Schaut echt super aus. Gehen wir mal hier so rum. Also richtig, richtig, richtig geil. Von innen. Also persönlich hätte ich es nur cool gefunden, wenn irgendwo hier noch was mit Black Series steht und nicht nur AMG. Ihr seht, diese Soft Close gibt es als Option nicht. Ja. Also so sieht die Motorhaube aus. Das was richtig special ist, ist einmal hier die Lippen, dann geht es hier rein. Wahnsinn, wie das ausschaut. Richtig geil, ha? Richtig, richtig geil. Alles Carbon. Und natürlich, was wir auch zeigen müssen, ganz wichtig, Leute, da oben, gell? Hier gibt es noch eine Sitzheizung drin. So schaut es hier alles hinten aus. Auch alles Carbon. Hier bisschen Platz. Immer noch kein USB-C. Kofferraum müssen wir natürlich auch noch zeigen. Hätte ich fast schon ganz vergessen. So sieht's aus. Also passt schon was rein. So schaut's aus, wenn der Flügel oben steht. Das Auto lag bei 495.000 Euro brutto. Jetzt komme ich auch schon zum Punkt brutto. Weil ich persönlich würde sowas, wenn ich jetzt nicht privat mehrere 10 Millionen Euro hätte, würde ich sowas gar nicht fahren. Also das ist ein geschäftliches Auto. Das also mal dazu. Der Rolls-Royce ist privat. Ich habe auch noch ein paar andere Autos privat, aber sowas ist dann aufs Geschäft. Und sowas kann man auch leasen. Das kann man jetzt wahrscheinlich bei vielen verschiedenen Locations mieten. Ich, und da mache ich jetzt auch kurz ein bisschen Werbung für einen Zitzmann. Ich lease gerne bei Zitzmann. Warum? Weil beim Zitzmann geht meine Bonität da nicht flöten. Und ich verwende natürlich meine Bonität lieber, um Immobilien, Marketing, Ware, um einfach was zu hebeln, was mir deutlich mehr und schneller Umsatzwachstum bringt, Firmenwert steigert, das Arbeiten einfacher macht. Deswegen, ich persönlich würde meine Bonität eher nicht für ein Auto hergeben. Deswegen ist es dann meistens so, circa 25-30% Anzahlung. Das heißt also, circa, kann man jetzt mal rechnen, 150.000 Euro Bruttoanzahlung. Das heißt also für einen Unternehmer, in Anführungszeichen, nur 120.000 Euro netto. Und auch das kann man dann auch wieder absetzen etc. und so weiter. So, dann wie schaut es mit der Leasingrate aus? Im Monat so circa 1-1,5%, je nach Laufzeit, vom Bruttolistenpreis. Das heißt also, das kann man wieder nehmen, knapp 500.000 Euro. Kann man jetzt zwischen 5-8.000 Euro circa monatlich die Leasingrate brutto sehen. Was kostet sowas in der Versicherung? 500 Euro pro Monat circa, also 6.000 Euro aufs Jahr. Und viele weiteren Kosten fallen dann auch gar nicht mehr an. Also so schaut es aus. Na klar, Spritverbrauch. Aber so ein Auto, das fährt man ja auch relativ selten. Und was finde ich cool an so einem Auto? Weil es ein Mercedes ist, kann man in Anführungszeichen mit dem Auto auch noch zu gewissen Terminen vorfahren, wo man jetzt eben mit einem anderen Auto in der Preisklasse jetzt, zum Beispiel mit einem SVJ, der war ja auch bei so circa 4 oder der ist auch bei so circa
450, 500.000 brutto, aber zum Beispiel mit dem SVJ, mit dem grünen SVJ irgendwo vorfahren, das geht natürlich eher schlecht. Das heißt, wenn ich jetzt mal vergleichen würde, so mit Klamotten, so ein Lambo beispielsweise oder ein McLaren, das wäre jetzt eher sowas wie Louis Vuitton oder Gucci. Und dann sowas wie ein Mercedes wäre jetzt eher so in die Richtung Tom Ford. Würde ich jetzt mal behaupten, Xenia etc. Also so kann man es ungefähr grob vergleichen. Und zur Leistung kann ich noch nicht viel sagen, das muss jetzt im nächsten Video kommen. Auf jeden Fall, das Auto geht brutal ab, super auf der Rennstrecke. Film ab, viel Spaß damit. Schauen wir uns mal den Sound an. Der Auspuffknopf haben wir vergessen. Wir probieren es nochmal, okay? Ich glaube, wenn man hier zieht, gibt es einen besseren Sound. Ja, war ein bisschen besser. War ein bisschen besser. Jetzt fahren wir kurz los. So. So ist die Ansicht. Also man sieht schon den fetten Spoiler hier im Rückspiegel. Das gebe ich kurz ab, also jetzt kläre ich kurz ein paar Dinge. Hier haben wir das Traction Control. Ist ja Rear Wheel Drive, also nur Heckantrieb. Alles schön Carbon. Alcantara, also schaut super aus. Dann ganz normal wie beim GTR. Hier einmal, aber also man hört tatsächlich nicht so viel. Der Auspuff. Wir haben natürlich hier die Einstellungen. Normal, Sport, Sport Plus, Race. Aber jetzt hören wir schon was, Leute. Okay. Ja. Und dann gibt es noch, wenn man eins weiterschaltet, den E-Modus. Oh, gibt's doch nicht. Also Leute, gibt kein E-Modus. Man darf noch nicht drücken, ja, weil das Auto hat natürlich eine weit unter 1500 Kilometer drauf. Also schiebt schon brutal an und liegt natürlich brutal auf der Straße. Also wirklich Wahnsinn, Wahnsinn. Saugeil. Gleich zeigen wir noch alles, aber man kann natürlich jetzt keine Soundchecks machen, nicht draufdrücken, das alles können wir nicht machen. Und wer wissen will, wie man sowas verdienen kann, also wie man auch wirklich solche Autos fahren kann, der kann ja zum Beispiel bei mir im Vertrieb starten. Also schau dir unter diesem Video das allererste Video Sales Room an, schaust dir an und da lernst du dann im Endeffekt den Einstieg, um Cashflow aufzubauen, Kompetenzen aufzubauen, um ein Kapital, ein Netzwerk aufzubauen. Und wer schon weiter ist, auch gerne zum Beispiel das Thema DSA oder Zeitarbeit anschauen. Aktuell zwei der allerbesten Geschäftsmöglichkeiten.